Ja, hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA Online, wie immer mit dem Klappspaten. Und noch mit in der Sitzung Kübelente, Hi Hundeart und der Jaco, der Gute. Wir haben uns jetzt erstmal U-Boote geschnappt, wir haben es erst anders probiert, wir wollten mit den U-Booten bis zu dem untergegangenen UFO fahren, aber das, nee, das würde zu lange dauern, deswegen haben wir uns jetzt Cargo-Bobs geschnappt und fliegen mit unseren U-Booten da hoch zu dem UFO, dann schauen wir uns das an und dann machen wir noch Missionen oder sowas, keine Ahnung. Also ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Ja, hier sind wir wieder. U-Boote sind an Ort und Stelle, jedenfalls von mir und vom Klappspaten. Die anderen haben es irgendwie nicht hingekriegt. Obwohl, ich glaube, da kommt der Jaco. Ja, er hat es auch hinbekommen. Perfekt. Die anderen beiden, weiß ich nicht, was mit denen los ist. Die kriegen es irgendwie nicht hin. Wir gucken uns jetzt auf jeden Fall das dicke UFO mal an. Dazu, ich habe mir eine Markierung extra gemacht. Das muss irgendwo hier hinten sein. Alter, bleib unter Wasser, du Drecksding. Hallo? Bleib doch nicht an irgendwelchen verkackten Popel hängen im Wasser. Ja, wir müssen erstmal weiter rein, damit. Alter, was macht das Ding? Fahr doch rückwärts. Jetzt hat sie's wieder. Komm, dreh dich, du Sau. Alter Schwede, ey. Krieg ich Hakenkreuz in die Augen, ey. Aber richtig viele, ey. Alter, sieht das gerade so aus, oder? Das sieht so aus, als würde mein Teil schon hinten am Antrieb rumfunken. Ja, sieht bei mir auch so aus. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Nicht. Hä, das sieht jetzt schon übelst cool aus hier unten mit den... Boah, Alter. Mit den Wasserpflanzen so, das kommt schon irgendwie übelst nice. Mach mal Licht aus. Das sieht viel geiler aus. Ja, Tatsache. Boah, Alter, geh aus, du Ficklicht. Und jetzt... Alter, hallo. Boah, irgendwann trete ich die Xbox-Controller gegen eine Wand, ne? In die Wand rein. In die Wand rein, ja, Alter. Damit die stecken bleiben. Stecken. Alter. Oh Mann, ey. Hier ist es. Geil. Hier ist das UFO. Nice. Alter, ist das groß. Ich sehe einen Umriss. Mach dich mal Licht an. Alter, ist das groß. Fett, Alter. Ich habe das echt noch nie gesehen. Ey, ich sehe kein U-Boot. Hier, UFO. UFO. Ach, da unten. Alter. Das ist doch relativ groß, ne? Alter. Krass. Heftig. Also ich hab's bis jetzt nur auf Bildern gesehen. Selber habe ich es ja noch nie geschafft, mal hier, ne? Und so. Aber ich komme eigentlich kaum noch dazu, privat zu zocken, ey. Das ist eigentlich voll schlimm. Eigentlich zocken wir nur noch, wenn wir aufnehmen, ja. Krasser Shit, ey. Ist schon geil. Pass auf, Jaco schwimmt da weiter. Ist da unten auch noch was? Ach nee, der schwimmt unter das U-Boot. Wie ist denn der so weit runtergekommen, Alter? Na, da ist Luft einfach nur, das, ne? Nein, ich meine, man muss voll die Kurven fliegen, damit man so... Oh, ich glaube, sein Ding ist ja... Er ist explodiert da unten. Ah, fuck. Das ist schon krass, das Ding, ey. Heftig. Ja, der Cargo-Bob-Flug tut dem... U-Boot nicht so wirklich gut. Nee, ne? Gibt's hier unten sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nö. Gut, dann würde ich sagen... Maximal 8, maximale Tauchtiefe. Gefahr, Rumpfstabilität, Tauchtiefe fast erreicht, okay. Alles klar, Moment, ich muss hoch. Das ist immer schlimm, ich gucke niemals, was da oben steht. Ich ignoriere das immer gekonnt. Ich komme gerade nicht mehr hoch, Alter, was ist denn los mit dem Ding? Ja, okay, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Mission oder sowas. Ich starte jetzt einfach von hier aus, das ist scheißegal. Job posten. Von Rockstar erstellt. Mission, okay, Mission. Es gibt eine Mission für 4 Mann. 6 Mann. Los Santos Connection, das hat man schon 2 Mal gemacht, glaube ich. Oder machen wir wieder irgend so ein Rennen von Rockstar erstellt und. Also von irgendwelchen Leuten erstellt. Ja, können wir. Happy Hour für Hipster. Was haben wir hier noch? Abendrot. Abendrot klingt gut. Luftrennen. Ich schwimme gerade ganz nach unten. Willst du mal gucken, was passiert, oder was?
Mal gucken, wie weit ich komme. Hubschrauberkiller. Maximale Tauchtiefe. Ich mach tiefer. That's what she said. Bam! Zeit zum Abhängen. Machen wir mal Zeit zum Abhängen. Oh, Alter. So. Das ist doof. Doof? Ist schon Einladung gegeben, oder was? Ich bin noch nicht mal in der Lobby. Achso. Jetzt bin ich in der Lobby. Achso. Anzahl Runden. Achso. Ja, mach mal zwei Geländewagen. Geländeschlüssel. Jo. Alle aus aktueller Sitzung. Jo, eingeladen. Eingestisselt. Eingestöpselt. Strecken ist so geil, ne? Ja. Also ich strecke mich für mein Leben gern. Und dann schreie ich immer so. Gelände, bist du doof? Ich konnte es nicht ändern. Oh. Okay, spielen. Ja, genau den meinte ich auch. Oh, jetzt strecke ich mich auch mal, jetzt hast du mich angesteckt. Was nehme ich denn jetzt für eine Karre, Alter? Ich hab gewählt. Nehme ich diesmal den Liberator? Okay. Ich habe jetzt den Liberator genommen. Ist doch scheißegal. Ich bin bestimmt der Einzige, oder? Nein. Kübelend hat auch den Liberator genommen. Du auch. In anderer Farbe. Geil. Und Thai Hundeart auch. Der Einzige, der keinen genommen hat, ist Jayco. Ach, Jayco. Oh, geil. Speedstart. Oh, toll. Kübelend. Der bringt voll nichts. Oh, Smoochie. Ich überschlag mich instant am Start. Boah, übelst Alter, heftig. Wieder am Schubsen, ey. Und gerade wieder gelandet, ey. Ich raste hier gerade voll aus. Bin hier gerade, glaube ich, gefühlte 100 Mal durch die Luft geflogen. Oh, hier ist der Schmutzi-Stand. Mhm. Geil. Ich wollte eigentlich instant wieder stehen bleiben, aber. Alter, ich glaube, das war eine Kackwahl, mit dem Liberator zu fahren, ey. Mhm. Weil der so am Rumhüpfen ist. Ich nehme für sowas immer lieber die Sanchez. Ja. Aber deine Angriffsdingensfläche ist halt größer für die Dingens, ne? Für die Dingens? Checkpoints. Ach so, ja. Mit der Sanchez verpasst du ja mega oft. Alter, die Karre dreht sich aber auch verdammt schnell, ey. Alter, wo bin ich denn jetzt hin? Nein. Der Schlabberator. Ja. Der Schlabberator. Nein! Alter! Ey, die Karre dreht sich so heftig schnell, ne? Übelst heftig. Oh, ich habe zwei Runden eingestellt, ich Volldepp, ey, ne? Oh, du Knaller, ey. Das könnte hart werden. Mhm, weil ich nicht hart. weiß, wie lang die Strecke ist. Sie sieht lang aus. Kacke. Oh ja. Naja, dann, ne? Dann besteht die Folge halt aus einem Rennen. Und UFO gucken. Bin mal gespannt, wann der erste. Also, wenn du mir sagst, du bist in der zweiten Runde. Nee, ich bin nicht Erster. Naja, ist ja egal. Ich bin trotzdem gespannt, wenn du mir sagst, dass du in der zweiten Runde bist. Also, auf der Straße fährt sich's ganz gut mit dem Ding. Mhm. Oh, hier ist ein großer Sprung, okay. Da seid ihr erst. Alter. Alter. Ich schaff's nicht mal, den Sprung vernünftig zu nehmen und dann vernünftig zu landen, ey. Boah, Alter. Aber ich mag den Monster Truck trotzdem übelst, ey. Mhm. Find den so geil. Ich ruf mir den, glaube ich, gleich auch direkt mal. Ich hab voll Lust, damit rumzukusen. Ja. Ich weiß nur, dass es auf der Xbox One und der PlayStation 4 Version kann man sich Monster Truck direkt so kaufen. Der hat dann hinten, also ist dann so wie so ein Pickup.
Und da kannst du auswählen, was da für Flagge hinten drauf haben soll. Ja, Deutschlandflagge, das ist cool, ja. Weil die Ami-Flaggen gehen mir um den Sack. Ja. Ich meine, ich würde gerne mal nach Amerika, aber obwohl die Art von den Amerikanern mir relativ unsympathisch ist. Also ich mag die Amerikaner nicht sehr gerne. Hast du schon welche kennengelernt? Ja. Ja? Ja. Okay. Also ich guck mir ja immer die Videos von den Superhomies an hier, wenn die in verschiedenen Ländern und so unterwegs sind. Und die haben zum Beispiel gesagt, in den USA, die Leute hätten sie auch anders eingeschätzt. Die sind alle übelst nett, übelst zuvorkommend, übelst, ja, sympathisch und so. Ist aber halt nicht in jeder Ecke in Amerika so, ne? Also da, wo die waren, waren die alle eigentlich sehr sympathisch gewesen und so. Wobei es aber auch viele gibt, die das ganze Gegenteil sind. Aber das gibt's, glaube ich, in jedem Land. Man kann nicht sagen, das Land besteht nur aus netten Leuten, das Land besteht nur aus Assis. Man sieht's ja in Deutschland, klar, ne? Wir sind auch Assis. Ja, aber die Art, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, also die, ja, jetzt habe ich mich gedreht, leck mir die Klöten, ey. Nein! Oh, sag da nicht mal nein. Okay. Du meinst die Mentalität der Amerikaner, oder was? Ja. Ja, na, okay. Ja, ein bisschen Patrie-Dingens, ne? Aber wenn wir jetzt unsere Nationalhymne singen, sind wir direkt Nazis, weißt du, was ich meine? Ja, das darf, das ist so wie... In den Augen von den Amis sind alle Deutschen Nazis, genau wie die Engländer. Du, das ist aber nicht nur bei den Amerikanern so, wir sind allgemein immer Nazis. Diesen Stempel haben wir eingedrückt gekriegt, da können wir in jedem Land kommen, das weiß ich nicht. Ich glaub, da können wir in jedem Land kommen? Alter... Da kann man in jedes Land gehen, weiß ich nicht. Irgendwie, sobald die Leute wissen, man ist deutsch und man singt seine Nationalhymne oder was weiß ich, oder man sagt, man ist stolz, ein Deutscher zu sein, bumm, ist man sofort abgestempelt Nazi. Ist immer so, ist einfach so. Ja, dann würde ich denen am liebsten direkt mal so ein Gas, nee, falsches Beispiel. Ficke. Das finde ich sowieso traurig, Alter. Die Rampen sind so behindert, ne? Wer hat das gebaut, welcher Hundesohn? Der da hinten. Ja, boah, da steht auch noch ein verkackter Tannenbaum. Boah, nee, ich ruf mir den gleich nicht. Ich mach dieses Scheißspiel gleich erstmal aus, ey. Na bloß gut, das ist sowieso die letzte Folge dieser Session. Mhm. Alter! Boah, Alter, nee, wo fährt der hin? Alter, wo fährt der hin? Du kannst ihn auch, wenn der Berg abrollt, nicht mehr lenken, Alter. Also nicht mehr kontrollieren. Boah, fick, Alter, fick. Nein. Man muss mal für ein Spasti sein, dass man die Rampen. Man testet das doch. Seine Scheißstrecke. Och, Alter. Muss man doch sehen, dass man die Rampen nicht nehmen kann, ohne dass man irgendwie kreuz und quer fliegt. Ja. Wenn ich da schon einen Sprung einbaue, dann muss der ordentlich sein, ohne Witz. Und vor allem so mit jedem. Ich meine Strecke nicht. Beziehungsweise mit jedem Fahrzeug, was man zur Verfügung stellt für dieses Rennen. Ja. Vielleicht hat er das nur mit der Sanchez getestet oder mit einem Buggy oder so, und da hat es super funktioniert, aber er hat es anscheinend nicht mit einem Monster Truck getestet. Das scheint, glaube ich, auch so ein Problem zu sein. Hey, wie bin ich denn auf den dritten Platz gekommen, Alter? Boah, Alter, ey. Ich glaube, der größte Fehler, den ich mache, ist, dass ich immer wieder mal bei den Let's Plays von GTA Online bei den anderen Leuten reinschau und dann sehe, wie schön das aussieht. Was denn? Ja, wie schön die Grafik aussieht und wie schön und alles und was man da halt noch mehr machen kann, und die Ego-Perspektive finde ich eigentlich auch ganz cool. Und ja, ne? Also gerade wenn man sagt, okay, man fährt jetzt mal, die haben jetzt zum Beispiel vor kurzem einen Monster-Truck-Rennen gemacht und haben eingestellt Ego-Perspektive und man kann sie nicht ändern. Auf Deutsch, alle fahren mit Ego-Perspektive und du siehst ja, wie das Ding rumhüpft. Übelst krass, Alter, was du da, wie du da teilweise überhaupt nicht siehst mit dem Monster Truck. Das ist eigentlich übelst geil, wenn du sowas einstellen kannst, alle Ego-Perspektive und man kann es nicht ändern. Finde ich eigentlich cool, dass man das halt so machen kann. Und dazu kleine Features in dem neuen GTA 5. Welche von... Hä? Wer von den...
von, also welcher Kanal spielt denn auf Next Gen? Na, Saraza, dann Slaymassive, Turbinator. Hey. Saraza ist doch Slaymassive, Alter. Nein, Slaymassive sind die Alchemisten bei GTA. Ja, neuerdings, oder was? Nee, schon immer. Nein. Doch. Nein. Doch. Saraza war Slaymassive bei GTA 360. Nein. Doch. Slaymassive heißt die Crew. Ja, er hieß aber auch so. Nein. Doch. Hieß der Slaymassive? Guck doch Videos, oder? Ah, nee, warte mal. Alchemisten und... Ja, doch, doch, glaube ich. Er heißt... Nee, Playmassive hieß er. Ja, Playmassive hieß er. Aber... Ja. Die Alchemisten hießen... Ja, die Alchemisten hießen die Alchemisten. Ah ja, genau. Wer war nochmal Benny? Na, die Alchemisten. Nein, irgendwann... Nee, oder warte, war da ein anderer Name? Keine Ahnung, egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Egal, ist mir egal. Ja. Oh, Schluck auf. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge. Ist nicht viel passiert, aber was will man machen? Ist ja mittlerweile Stand. Da steckst du ja nicht drin, ne? Alles klar, Leute. Haut rein, macht euch noch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.